Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, den 29. Dezember 2022. Das Jahr nähert sich dem Ende, aber wir haben dennoch zwei spannende Interviewgäste und wie am Donnerstag üblich den Ingmar Königshofen zu Gast. Wir sprechen heute vorrangig über DAX und die ganzen Rohstoffe, was in diesem Jahr geschehen ist, wo interessante Marken für das nächste Jahr liegen könnten. Direkt nach dem Intro geht's los. Als Gedankenstütze nochmal Datum und Interviewpartner und selbstverständlich der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Dann nehmen wir den Ingmar mit dazu. Hallo Ingmar. Hi Andreas, grüß dich. Ja, der DAX versucht tatsächlich an den letzten Tagen des Jahres nochmal die 14.000 zu erreichen. Es ist ihm heute fast gelungen, aber der letzte Schwung fehlt so ein bisschen. War es das jetzt mit der Jahresendrallye schon? Ja, ich denke ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt hier so langsam auspendeln werden. Du hast es gerade schon gesagt, die 14.000-Punkte-Marke, die steht aktuell im Fokus. Wir laufen immer knapp dran. Zuletzt sind wir auch mal von oben dann knapp drunter gelaufen. Also viel wird, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr passieren. Man merkt ja auch jetzt, die Stimmung wird immer ruhiger, das Volumen wird weniger. Und ich glaube jetzt, dass sich das so ein bisschen auspendeln wird, dass wir jetzt da keine großen Sprünge mehr sehen werden zum Jahresende. Allerdings muss man sagen, heute um 14.30 Uhr kommen ja nochmal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Das könnte natürlich nochmal etwas Bewegung ja mit sich bringen. Aber ja, größere Bewegungen, damit rechne ich jetzt wirklich nicht mehr. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal den Blick vielleicht ins nächste Jahr schon mal richten, da wird es jetzt für mich wieder interessanter, auch mal die Shortseite in Betracht zu ziehen. Wir wollen uns nochmal ja das ganze Jahr zurückerinnern. Ich hatte ja bis Ende September, Anfang Oktober immer wieder gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Märkte deutlicher korrigieren werden, dann aber ab Ende September, Anfang Oktober eine Gegenreaktion stattfinden könnte aufgrund der Zyklik, aufgrund der Saisonalität und so weiter und auch des Sentiments. Und das ist auch genauso gekommen. Jetzt zum Jahresende hin wird sich das ein bisschen auspendeln, aber dann zum Jahresanfang wird es dann wieder interessant für die Shortseite, denn der Januar, der ist saisonal bedingt auch eher für ja, Kursschwäche anfällig und auch der Vierjahreswahlzyklus zeigt eben an, dass im Januar nochmal ein Rücksetzer stattfinden könnte. Auch die Banken, darüber habt ihr ja oft hier im Video auch geredet und auch wir hatten darüber gesprochen, werden bei ihren Prognosen sehr, ja, pessimistisch, was die erste Jahreshälfte vor allem angeht. Für mich erstmal interessant ist vor allem der Januar und da gehe ich davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten. Also werde ich jetzt langsam versuchen, wieder Short-Positionen aufzubauen. Insgesamt haben wir ja Richtung 14.600 bis 15.000 Punkte diese massive Widerstandsbereiche, die wir gesehen haben. Dort konnte der Markt nicht weiter drüber ansteigen. Wir haben diesen Abpraller gesehen. Jetzt um die 14.000 könnte man einen Short-Einstieg mal versuchen, aufgrund eben dieser Zyklik und der Saisonalität. Und ich sehe hier die 13.600 als realistisch an, wenn man eben kurzfristig mal die Short-Seite spielen möchte. Wir hatten auch in den USA jetzt keine Jahresendrallye, eher das Gegenteil. Der Tag nach Weihnachten ist statistisch gesehen in den letzten 70 Jahren eigentlich fast immer ein Plustag gewesen. Dieses Jahr nicht, da fällt also die Weihnachtsendrallye aus. Und wir haben auch gestern wieder negative Zahlen gesehen. Und bei den Indizes bleibt es nicht allein, sondern vor allem bei den Schwergewichten. Der Tesla kommt gehörig unter Druck und das lähmt so ein bisschen die Gesamtstimmung, oder? Genau, die Gesamtstimmung ist natürlich nicht gerade sehr optimistisch. Einige Aktien können jetzt mal kurzfristig zumindest so einen Bounce hinlegen und können mal wieder etwas ansteigen. Aber die Frage ist, wer möchte jetzt auf dem aktuellen Niveau einsteigen? Weil wir haben natürlich jetzt schon in den letzten Wochen viel vorweggenommen von der Jahresendrallye. Der Markt ist deutlich angezogen und jetzt eben fehlt diese Power. Und ja, die Frage stellt sich eben, wer will jetzt auf diesem Niveau einsteigen? Vor allem, wenn die Prognosen auch für das nächste Jahr, vor allem für das erste Halbjahr, relativ pessimistisch sind. Deshalb, es gibt einzelne Aktien, die natürlich auch jetzt deutlich anziehen können, aber es fehlt jetzt auch natürlich von Aktienseite komplett die Nachrichtenlage. Hier wird nicht mehr viel kommen. Von daher gehe ich jetzt, wie gesagt, nicht von größeren Bewegungen aus. Aber klar, einzelne Aktien, wie jetzt eine Tesla, die massiv unter Druck gekommen ist in diesem Jahr, die kann kurzfristig natürlich auch mal so eine Gegenreaktion aufs Parkett legen. Ja, apropos einzelne Aktien, es gibt tatsächlich nur zwei Unternehmen aus dem größeren Dunstkreis am US-Aktienmarkt, die noch Quartalszahlen bringen. Also da ist wirklich nicht mehr viel los und da kann man die Bücher auch getrost zumachen und sich vielleicht vom Aktienmarkt ein Stück weit abwenden und auf den Rohstoffmarkt schauen. Und da hast du heute den Rohstoffblick aufs Gesamtjahr so ein bisschen mit einem Ausblick gepaart. Mit was wollen wir anfangen? Genau, wir können mit Gold starten. Ich hatte ja gesagt, dass wir gerne heute nochmal über alle Edelmetalle sprechen können, also Gold, Silber, Platin und Palladium, weil das jetzt für die nächsten Wochen vor allem
weiterhin Märkte für mich sind, die sehr interessant sind. Wir können uns auch da nochmal zurückerinnern, als Gold und auch die anderen Edelmetalle deutlich unter Druck gekommen sind in diesem Jahr. Da hat niemand darüber gesprochen. Jetzt langsam wird die Stimmung wieder deutlich positiver. Man liest wieder mehr in verschiedenen Zeitschriften über die verschiedenen Edelmetalle, vor allem natürlich über Gold und Silber, weil wir hier natürlich eine deutliche Erholung gesehen haben. Und für mich bleiben diese Edelmetalle jetzt auch für die nächsten Wochen weiter interessant, denn wir haben hier eine saisonale Stärkephase und das zieht sich über alle Edelmetalle hinweg. Und dementsprechend können wir auch diese einzelnen Edelmetalle uns nochmal charttechnisch betrachten. Vor allem jetzt der Goldpreis. Wenn wir zunächst einmal die Saisonalität uns ansehen, dann sieht man, dass vor allem der Januar der stärkste Monat des Jahres ist, saisonal betrachtet. Also hier ganz klar für mich die Long-Seite weiterhin favorisiert. Und wenn wir jetzt über die 1836 US-Dollar ansteigen sollten, dann sehe ich weiteres Aufwärtspotenzial kurzfristig bis 1880 bzw. 1900 US-Dollar. Und darüber wären dann die 2000 US-Dollar wieder möglich. Aber auch hier sieht man natürlich, dass momentan so ein bisschen Luft raus ist. Wir laufen mehr oder weniger seitwärts bei Gold, bei Silber, auch bei Platin. Palladium kam sogar jetzt eher nochmal unter Druck zuletzt. Aber bei den anderen Werten sieht man eben, ja, da ist ein bisschen Luft raus. Wir sehen so eine Seitwärtskonsolidierung nach dem deutlichen Anstieg. Deshalb würde ich jetzt hier ganz klar warten, bis diese Seitwärtskonsolidierung nach oben verlassen wird. Und dann hat man auf jeden Fall weiteres Aufwärtspotenzial. Ich sage nochmal, für den Goldpreis wären das dann die 1836, die relevant wären, wenn es darüber ansteigt, über diesen Widerstand 1880 bis 1900 US-Dollar und später 2000 US-Dollar. Das hätte ich jetzt hier als Kursziel, weil wir eben jetzt in dieser starken saisonalen Phase sind. Ein bisschen besser ist sogar der Silberpreis gelaufen in den letzten Wochen, vielleicht auch, weil die Konjunkturerholung im nächsten Jahr so ein bisschen Hoffnung mitgibt. Genau, bei Silber haben wir natürlich noch eine erhöhte Nachfrage aus der Industrie und wir hatten ja hier eine relativ lange Seitwärtsphase, hatten wir ja auch hier in dem Interview immer wieder darüber gesprochen. Es gab dann diesen Ausbruch der Seitwärtsphase, daher enormes charttechnisches Potenzial auch, bis in den Bereich um 24 US-Dollar. Dorthin sind wir auch relativ schnell gelaufen und jetzt sehen wir aber auch hier, wenn wir uns den Chart mal anschauen, so eine Seitwärtskonsolidierung zwischen 23 und 24 US-Dollar. Hier würde ich warten, bis wir einen Ausbruch über die 24,30 sehen. Dann hätten wir so ein neues Zwischenhoch und dann sehe ich ein kurzfristiges Potenzial in der Region 25,30 bis 26 US-Dollar. Und hier ist es immer wichtig, es hört sich vielleicht manchmal wenig an, wenn man dann sagt, das sind ja nur 70 Cent. Aber natürlich muss man es prozentual sehen. Plus, man kann das Ganze natürlich auch dann leicht hebeln, also entsprechend Hebelprodukte raussuchen, mit denen man diese Bewegung mitnehmen kann. Für mich sind dann natürlich Hebelprodukte die richtige Wahl. Wenn man langfristig investieren möchte, dann kann man natürlich das Ganze sich auch physisch in den Garten einbuddeln oder eben in den Safe legen. Aber gerade wenn man ja nur kleine Teile mitnehmen möchte, wie jetzt von 24,30 bis zum Beispiel 26 US-Dollar, dann macht es in der Regel mehr Sinn, auf Hebelprodukte zurückzugreifen oder ETFs, weil man ansonsten natürlich relativ große Spreads hat, gerade wenn man das Ganze physisch kaufen möchte. Wenn man das nochmal direkt vergleicht, Gold und Silber, ist der Goldpreis so ziemlich genau auf demselben Stand wie vom Jahresstart, also aktuell minus 0,5% Abweichung. Also in diesem Jahr keine Performance, aber auch keine großen Verluste. Der Silberpreis aber über 3% im Plus sogar. Genau, das ist eben das Positive und ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, als die Edelmetalle deutlich unter Druck kamen während des Jahres, dann wollte keiner darüber sprechen. Es hieß, ja, ständig eigentlich ist auch Gold so ein Inflationsschutz, dann aber ist der Goldpreis nicht wirklich angezogen, kam ja zwischenzeitlich sogar deutlich unter Druck, ist unter wichtige Unterstützungsmarken gefallen. Und das war ja der Punkt, weil eben das Sentiment auch extrem negativ war, wo ich gesagt hatte, es lohnt sich jetzt hier mal die verschiedenen Edelmetalle auf der Long-Seite anzugucken. Denn das sind immer genau die interessanten Situationen. Wenn die Masse sehr pessimistisch wird, wenn dann auch die Saisonalität positiv wird und auch wir haben ja schon öfter hier über den Commitments of Traders Report gesprochen, also auf die COT-Daten, wenn man sich anschaut, wie die großen Produzenten und die großen Abnehmer gerade in Rohstoffen, wie die gerade positioniert sind, da hat es sich eben angedeutet, dass es eine Erholung geben könnte. Wenn man das jetzt über das Jahr hinweg sieht, muss man sagen, naja, kaum eine Änderung beim Goldpreis, beim Silber, leichter Anstieg. Aber wenn man dagegen mal die Aktienindizes setzt, nehmen wir mal den DAX, der schon deutlicher verloren hat, dann muss man sagen, ist er mit den Edelmetallen auf jeden Fall deutlich besser. Ja, es ist deutlich besser gelaufen als mit dem DAX-Index oder aber auch natürlich mit vielen Einzelaktien, gerade aus dem Tech-Sektor, die ja deutlich unter Druck gekommen sind dieses Jahr. Das stimmt. Der DAX, auch das zum Vergleich, aktuell minus 12% in diesem Jahr. Also der hat dann ordentlich federn lassen müssen. Palladium wollten wir uns auch noch anschauen. Der steht auch, der Preis, auf demselben Niveau wie zum Jahresstart. Also nichts passiert, könnte man meinen. Aber zwischenzeitlich hat sich das Edelmetall sogar verdoppelt, um sich danach wieder zu halbieren.
Genau, bei Palladium natürlich die Schwankungen sehr, sehr stark in diesem Jahr auch gewesen. Aber für mich weiterhin interessant jetzt auch hier für die Long-Seite. Der Palladiumpreis hat meiner Meinung nach so ein bisschen Nachholpotenzial. Denn gerade in letzter Zeit, wo Gold und Silber deutlicher angezogen sind, auch der Platinpreis, da hinkt Palladium so ein bisschen hinterher. Wir sind aber jetzt hier sogar in einer sehr starken Phase, denn der Dezember, der Januar und der Februar, das sind in Folge die drei stärksten Monate des Jahres für den Palladiumpreis. Hat aber, wie gesagt, noch nicht so wirklich gezündet. Deswegen sehe ich hier ein gewisses Nachholpotenzial und wir haben ein wichtiges Support-Level, also ein Unterstützungslevel zwischen 1500 bis 1760 US-Dollar. Da notieren wir aktuell knapp darüber und dementsprechend werde ich jetzt auch wieder Long-Positionen eröffnen und ja, versuchen Richtung 2000 US-Dollar, das wäre mein Kursziel, entsprechend ja, zu spekulieren. Dann gab es noch den Platinpreis, den wir uns als letztes mit anschauen wollen. Gibt es ein ähnliches Fazit von dir? Genau, da gibt es ein ähnliches Fazit und hier habe ich übrigens am 21.12. einen saisonalen Platin-Trade eröffnet. Der ist komplett statistisch basiert, das hat nichts mit Charttechnik zu tun, sondern das kann man sich gerne im Nachgang mal anschauen. Zwischen dem 21.12. und dem 20.04., also im April nächsten Jahres, sieht man eine unfassbar starke Phase des Platinpreises. Wenn man das über 20, 30 Jahre sich mal anschaut, da wird man sehen oder sehr verblüffend wahrscheinlich feststellen, wie stark der Platinpreis genau in dieser Phase ist. Das heißt, am 21.12. wurde diese Long-Position eröffnet und rein statistisch basierend gibt es hier verschiedene Teilausstiege. Die wollte ich dir auch nochmal mitteilen, weil viele mir da folgen bei diesem Platin-Trade. Und am 16.01. werden eben 50% Teilverkauf vorgenommen, am 17.02. weitere 25% und am 20.04. die letzten 25%. Wichtig ist, dass man einen Stop im Basiswert, der eben auch statistisch ausgerechnet ist, bei 10% setzen sollte. Deswegen auch hier, wenn man ein Hebelprodukt einsetzt, ist es natürlich wichtig, dass der Hebel kleiner als 10 ist, weil wäre der Hebel beispielsweise bei 20, dann wäre er schon nach 5% minus im Basiswert Schluss, weil 5 mal 20 sind 100, hätte man also einen Totalverlust. Das heißt, der Hebel muss natürlich kleiner sein als 10 und dementsprechend wähle ich die Hebel immer so zwischen 3 und 5 oder 6 vielleicht. Aber kann man sich mal anschauen, ist eine unfassbar starke Phase. Und wenn man das Ganze noch charttechnisch zudem noch betrachtet, muss man aber sagen, sind wir jetzt hier und auch in einer Seitwärtsphase. Wir sind deutlicher angezogen. Jetzt gibt es so eine Seitwärtskonsolidierung zwischen 970 und 1050 US-Dollar. Wenn man das Ganze nur charttechnisch basiert traden möchte, dann sollte man abwarten, ob es eben einen Anstieg über die 1050 US-Dollar gibt. Und das wird es meiner Meinung nach geben. Das wird man dann sehen. Und dann liegt das Ziel für mich bei 1100, später 1200 US-Dollar. Also man sieht schon, ich bin sehr optimistisch für die ganzen Edelmetalle für die nächsten Wochen. Ja, wir haben es auch optisch für die letzten Jahre uns angeschaut, bis auf 2019 zurück. Da hat es immer funktioniert mit der Strategie und die zwei Kursausreißer im Chart, die bitten wir zu entschuldigen. Die stammen vom Kursdienstleister. Das waren wirklich nur Spikes, die dort zu sehen waren. Ja, damit neigt sich das Jahr wirklich zu Ende für uns als Gesprächspartner. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rutsch, Ingmar. Ja, freue ich mich natürlich auch drauf und natürlich dir und allen, die jetzt das ganze Jahr hier zugeschaut haben oder jetzt kürzlich dazugestoßen sind, einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, aber vor allem natürlich gesundes Jahr 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann nächstes Jahr auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, ich wünsche alles Gute, viel Spaß beim Feiern und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Alles Gute und dir Ja, natürlich auch, allen Andreas. gesund. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Dann.